wenn Georg Krämer aus dem Allgäu kocht, dann kommen dabei nicht etwa irgendwelche guten Gerichte zum Essen heraus. Nein, der kocht nämlich mit Steinen, mit Pflanzen und mit Erde und entstehen tut daraus Farbe. Gesunde Farbe sozusagen. Wie das genau funktioniert, das versucht heute den ganzen Vormittag unsere Außenreporterin, die Dani Jones, herauszufinden. Die befindet sich im Allgäu. Dani, ist bei euch schon etwas am Köcheln? Na, am Köcheln ist momentan noch nichts. Wir befinden uns vielmehr ganz am Anfang des Farbgewinnungsprozesses, nämlich beim Malen der Farben. Und das macht David Krämer, der Juniorchef hier, ja, nach guter alter Tradition, nämlich mit einer Mühle, einer Getreidemühle aus dem 17. Jahrhundert, die sein Vater vor mehreren Jahrzehnten kurzerhand zu einer Farbmühle umfunktioniert hat. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Guten Morgen, David, lass mich da mal vorbei. Dankeschön. David, was machst du da jetzt genau? Also ich habe hier 5.000 bis 10.000 Jahre alte grüne Erde und die wird hier auf dem alten Malgang klein gemahlen, zu Pigmenten. Zeig mal her, wie du das machst. Ja, nimmt man hier eine Schaufel und wartet, bis das richtige Rad kommt. Also den Finger sollte man da nicht runterkriegen. Ah, Finger solltest du nicht runterkriegen. Dann probier das jetzt auch mal aus. Ja, bitte. Also schnell muss man sein, Sie haben es gesehen. Schnell muss man sein. Weil sonst hat man die längste Zeit eine Hand gehabt und... Ich lass lieber den David das weitermachen. David, was ist denn das jetzt da genau für ein Pigment? Was für ein Rohstoff ist das? Das ist grüne Erde. Die kommt aus den Bergen. Und wird hier klein gemahlen, eben auf so einem alten Mahlwerk auch, weil die nicht warm werden darf beim Mahlvorgang. Also sonst würde die braun werden auch. Ah, alles klar, also man sieht schon, es handelt sich hier definitiv um grüne Farbe. Was für ein Pigment wird auch ganz weiß, also okay. Kein Stein, man kann das schon fast von Hand zermahlen. Braucht aber eben noch mal hier solche Steine, damit das richtig durchgemahlen wird. Und was für ein Grün kommt da eigentlich genau raus? Das nennen wir Veroneser grüne Erde. Warum gerade Veroneser grün? Das kommt aus der Gegend bei Verona und wurde früher von den alten Meistern schon benutzt, um Hautuntermalungen zu machen. Also es gibt einen guten Hautton in Verbindung mit anderen Pigmenten dann. Ja. Sie sehen schon, David kennt sich mit Pigmenten sehr, sehr gut aus. Und vor allem mit der Gewinnung von Farbstoffen aus natürlichen Rohstoffen. Und woher? Das kam ja von seinem Papa, der schon seit Jahrzehnten sich auf die Suche begibt nach ja, längst vergessen geglaubten Farbstoffen. Und wir zeigen Ihnen jetzt, woher er die Farben hat. Aus einem kleinen Ort im Allgäu, Eichstätten, wandern Farben in die Welt. Als einziger in Europa stellt Georg Krämer hier nach historischen Rezepten Pigmente her, zusammen mit seinem Sohn David. Als ich mit meiner Firma anfing, da ging es in erster Linie um verschwundene Farben. Und eine der wichtigen Farben, die es nirgends mehr gab, das waren die echten grünen Erden. In Italien findet er Erdklumpen, aus denen er Veroneser grüne Erde gewinnt. Immer mehr Farbmaterialien entdeckt er auf seinen Reisen. Rot beispielsweise kommt aus Persien und Georg Krämer stellt es aus der Wurzel der Krabbpflanze her. Das Rezept, das wir hier anwenden, das hat ein französischer Chemiker im 19. Jahrhundert entwickelt. Durch diese Rezeptur nach Schützenberge bekommen wir einen relativ roten Krabblack. Würden wir die Temperatur immer weiter steigern, dann bekämen wir mehr blaue Anteile rein. Und bei zu tiefer Temperatur würden sie orange. Viele der historischen Rezepturen hat der Pigmentmacher in alten Büchern und Schriften wiederentdeckt. Mir macht es besonders Freude, diese Verbindung zu schaffen zwischen dem, was schon fast vergessen war, was ich erst wieder mühsam erarbeitet habe, mit dem, was die Industrie heute kann, und das alles den Künstlern zur Verfügung zu stellen, die daraus heute zeitgenössische Kunst machen können. Und so sieht auch Georg Krämer schon beim Anrühren seiner Farben fertige Bilder. Dieses Blau, das hat was mit dem Himmel zu tun ein bisschen. Das ist dieses Blau, das man sich in einem sonnigen Nachmittag vom Himmel in Erinnerung haben könnte. Was für ein fertiges Bild siehst du jetzt in diesem Veroneser Grün, David? Ach, wenn man früher morgen
die Brennerautobahn runterfährt und kurz vor Verona durch aus dem Tal kommt sozusagen, dann haben die Bäume, die Landschaft dort so ein tiefes Grün. Und das spricht eigentlich auch für die Farbe, die eben von dort kommt. Und die sehen wir hier jetzt. Also Sie sehen auch, dass der David schon ziemlich inspiriert ist von seinem Papa und auch schon beim Mischen, beim Abmischen der Farben die Bilder im Kopf hat. Wir mischen da übrigens jetzt gerade Ölfarben aus dem Pigment, was wir gerade vorhin in der Mühle gewonnen haben. Und du zeigst uns jetzt noch einmal, wie du das genau machst. Also du nimmst das Pigment hier in pulvriger Form. Was wir da jetzt in der Mühle gemahlen haben. Dann kommt, nehme ich mal an, Bindemittel dazu. Dann kommt Bindemittel. Hier nehmen wir jetzt Walnussöl. Das ist typisch für Italien. In Nordeuropa haben sie da eher Leinöl genommen. Mache ich mir hier eine Paste. Man sieht, da hat es auch noch sehr körnige Bestandteile dabei. Und ich probiere jetzt gleich mal aus, fertig angemischt ist ja, die Farbe. So, ist noch zu früh. Ist noch gar nicht. Jetzt kommt erst noch hier ein Läufer und man hört das auch. Ja. Da werden die noch mal richtig klein gemahlen in das Öl rein. Und jetzt wird das immer leiser und die Farbe wird streichbar. Da wird das Pigment in das Öl eingerieben, sonst wird sich das danach wieder trennen. So. Und jetzt darf ich vorsichtig schon aus der Mitte probieren, wie sich das Veronesergrün, wie das Veronesergrün ausschaut in bemalter Form. Oh ja. Sehr transparent, das Pigment. Sehr transparent, aber sehr, sehr schön. Ja, aber das ist nicht die einzige Farbe, das einzige Pigment, was es hier zu entdecken gibt. Es warten noch viele andere Farben auf Sie. Unter anderem, so viel sei verraten, dieses Pigment, nämlich das Pigment des Lapis Lazuli. Und der ist richtig, richtig teuer, beziehungsweise richtig wertvoll, dieses Pigment. Wenn Sie wissen wollen, wie wertvoll, dann bleiben Sie dran. Wir melden uns in einer guten Dreiviertelstunde wieder. Dankeschön, Danke, da gibt es heute noch wirklich viel zu lernen. Und vor allem, ich muss aufpassen, ich bin richtig schlecht mit Farben. Ja, eigentlich ist es ja so eine Männerkrankheit. Ne? Für uns gibt es ja nur irgendwie Rot, Blau und Grün. Farbe bekennen muss jetzt auch unsere Außenreporterin, die Danny Jones, die ist nämlich im Allgäu. Danny, bist du schon Farbexpertin? Naja, zumindest am besten Weg dorthin, weil ich stehe ja jetzt direkt vor dem Farblabor von David und da darf normalerweise niemand reinschauen, aber für uns öffnet er hier heute seine Türe und jetzt gleich wird er uns zeigen, wie er aus dem Lapislazuli ein Pigment erstellt und das ist ein ziemlich kostbares, weil nirgendwo auf der Welt außer hier im Allgäu wird dieses ganz spezielle Blau aus dem Lapislazuli gewonnen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. David, wie machst du das? Wie stellst du das an, dass du aus dem Lapislazuli Pigment herstellst? Also hier kommen die Steine in den groben Mörser, da werden die kleinen gemörsert. Man sieht da jetzt auch schon, das wird ganz schön blau. Man muss ein bisschen auf die Augen aufpassen, weil die Steine... Funkenschlag. So. Ja, da braucht man ordentlich viel Bauer. Und ja, ich wollte gerade sagen, es riecht unglaublich nach Schwefel, riecht's da. So, jetzt haben wir... Warum riecht es so extrem nach Schwefel? Da hat es ein bisschen Pyrit drin und wenn man den klein macht, dann riecht das nach Schwefel. Und jetzt kommt schon der nächste Schritt, was wir da jetzt gemacht. Maschine an, jetzt kommt das in eine Brechmühle, die klappen so zusammen. Und wo kommt das Ganze dann raus? Das kommt hier unten raus. Und dann geht es auch schon weiter. Also man sieht, es ist jetzt schon wesentlich kleiner zermahlen. Und jetzt wird es richtig klein gemacht. Richtig klein gemacht. Was ist das jetzt für eine Maschine? Eine Scheibenmühle heißt das. Und das kommt jetzt hier rein. Hört das auch? Schon unten raus, kann man das schon rausnehmen? Kann man es rausziehen? Oh, also da sieht man jetzt schon, dass es ganz klein gemalt ist. Ja, da kommt es jetzt relativ fein raus. Man sieht hier auch schon,
es gibt hier so einen blauen Staub. Jetzt riecht es ziemlich stark nach Schwefel. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass ein Alchemist schon am Schwefelgeruch erkennt, wie schön die Farbe wird. Stimmt das? Ja, je mehr das riecht, desto konzentrierter ist das Blau. Können wir das hier auch mal aufmachen? Naja, und Sie können jetzt an dieser Stelle wirklich froh sein, dass das Geruchsfernsehen noch nicht erfunden ist, weil dem Geruch nach muss dieses Blau richtig schön werden. So, David, wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist es ziemlich klein, bröselig. Jetzt ist es ziemlich klein, bröselig. Ja. Und jetzt nehmen wir den Feineinteil hier in Säcke rein. Also das ist dann quasi ein Geheimnis, was da noch reinkommt. Das ist absolut nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, weil es nämlich eure spezielle Farbe ausmacht. Ja, aber prinzipiell wird so verpackt. Und wie geht's dann weiter? Tiefste Blau rausgeknetet, sagt man. Und man sieht hier jetzt schon, es kommt ganz leicht hellblau, färbt sich das Wasser hier. Sehr aufwendig, braucht da 4 bis 5 Wochen, bis der ganze Vorgang abgeschlossen ist. Naja, und diese 4 bis 5 Wochen, die haben wir jetzt definitiv nicht Zeit. Aber der David hat schon etwas vorbereitet, nämlich wie es dann nach diesem Prozess, wenn es dann abgesunken, getrocknet ist, aussieht. Nämlich so sieht das fertig gewonnene Pigment dann aus. Und Sie müssen sich vorstellen, dass für 1 Kilo dieses Pigments 33 Kilo des Lapis Lazuli verwendet werden. Also Sie können sich vorstellen, dass es eine richtig, richtig teure Angelegenheit ist. David, wie viel kostet denn 1 Kilo von dieser Farbe? 1 Kilo liegt im Moment so bei 15.000 Euro. 15.000 Euro, also Sie sehen, ja, fast so wertvoll wie Gold. Und wurde schon immer so auch abgewogen wie Gold, also auf die gleiche Wert, kann man sagen. Also, wenn Sie sich jetzt spontan entscheiden wollen, Geld anzulegen, nicht in Gold anlegen, sondern in dieses unglaublich schöne blaue Pigment. Und jetzt noch eine ganz wesentliche Frage. Wo findet ihr diese Steine? Die kommen aus Afghanistan. Also es gibt 2 Stellen in der Welt, einmal in Afghanistan, einmal in Chile. Aber die blauesten, die reinsten Steine kommen aus Afghanistan. Ja, also beim nächsten Afghanistan-Urlaub vielleicht einen kleinen Rucksack, einen großen Rucksack mitnehmen und den Lapis Lazuli mitnehmen, weil Sie haben gehört, er ist richtig viel wert, wenn Sie ihn zu Pigment verarbeiten. Ja, und wie er in gemahlener Weise ausschaut, der Lapis Lazuli, das sehen Sie, wenn Sie dranbleiben, weil das werden wir heute Morgen noch ausprobieren und dann verraten wir Ihnen auch, wo der Unterschied liegt zwischen den synthetisch hergestellten Farben und den, ja, hier aus Naturmaterialien gewonnenen Pigmenten. Bleiben Sie dran, bis später. Danke, Danny, nach Eichstätten im Allgäu. Und unsere Reporterin, die Danny Jones, die ist jetzt live vor Ort in der Farbmühle Crema im Allgäu. Danny, was spachtelst du denn auch schon wieder zusammen? Ja, jetzt gerade spachteln wir hier eine Siebdruckfarbe. Aus welchem Pigment ist das gewonnen, David? Das ist ein Venezianer Rot. Das ist rote Erdfarbe. Und kommt demnach wahrscheinlich aus Italien. Und die kommt aus Italien, genau. Die wird hier mit einem Bindemittel verrieben auch. Was ist das für ein Bindemittel? Das ist speziell angefertigt für unsere Siebdruckfarbe, damit der Farbton auch nicht verloren geht. Aber du hast ja da ganz viele Materialien mitgebracht, aus denen ihr Pigmente gewinnt. Was hast du da alles jetzt mit dabei? Aus aller Welt kommt das. Das ist ein Azurit, das Blau. Das hier ist ein Zinnober, das ist ein Rot, kommt aus China. Ein Malachit, der kommt aus Afrika. Da haben wir wieder den Lapis Lazuli, der kommt aus Afghanistan. Und hier haben wir einen Volkonsquid, der kommt aus Russland. Ja, und diese Farben, die, ja, sammeln der David und sein Vater aus, wie Sie gerade gehört haben, aus der ganzen Welt zusammen. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr auf Urlaub fahrt, kommt ihr mit ganz, ganz vielen Steinen zurück. Ja, haben wir einen großen Rucksack dabei und wenn da uns was farbig erscheint, packen wir das ein. Und zu Hause probieren wir das dann aus, malen das klein, reiben uns das an. Und wenn das gut aussieht, dann nehmen wir das in unser Sortiment mit auf. Ja, und der David, der ist mit dem Farbjagdfieber ja schon in ganz, ganz jungen Jahren angesteckt worden von seinem Papa. Wie alt warst denn du eigentlich, wo du begonnen hast, Farben zu sammeln und, ja, dir die Frage zu stellen, kann ich aus dem und dem Naturmaterial tatsächlich Farbe gewinnen?
Seit ich eigentlich laufen kann, immer unterwegs. Und farbige Steine waren bei uns am Frühstück schon auf dem Tisch sozusagen. Ah, was ist denn das? Wie könnte man das machen? Wie sieht das aus? Und auch immer im Urlaub eben. Ja, Sie sehen also, er ist ein richtig passionierter Farbjäger geworden, der David. Und die Farbe, die ist jetzt fertig. Und jetzt zeigen wir Ihnen, was damit passiert. Da kommt jetzt der Thomas ins Spiel bei dieser Siebdruckfarbe. Was machst du da jetzt? Ich nehme jetzt die fertige Siebdruckfarbe von der Platte. Ja. Gebe sie auf das Sieb. Und wir gehen jetzt hier mal zu dem Siebdrucktisch. Schalten den ein. Das Papier wird jetzt angesaugt und jetzt richte ich das Sieb auf dem Papier genau aus, verteile die Farbe, drucke und fertig. Nehme das rund. Das ist jetzt fertig, jawohl. Ja, und da sehen Sie also, selbst die Farbkarten werden hier im Hause Krämer noch von Hans gemacht. Also nicht nur die Farben werden wie anno dazu mal hergestellt, sondern auch die Farbkarten. Und fertig sieht das Ganze dann so aus und das dauert einige Stunden. Wie lange genau, lieber Thomas, bis du so eine Farbkarte fertig produziert hast? Fertig ist, dauert circa 1,5 Stunden. Ja, 1,5 Stunden Zeit haben wir definitiv nicht, aber so schaut es eben fertig aus. Ja, und da sehe ich schon, da drauf sieht man das Lapislazuli. Und was es mit dieser Farbe auf sich hat, mit diesem Pigment, das sehen Sie, wenn Sie dranbleiben. Bis später. Danny, mich würde noch interessieren, wer sind eigentlich die Abnehmer dieser historischen Farbrezepturen und was ist der Unterschied zu den industriell gefertigten? Ja, das wird uns jetzt gleich der David erzählen. David, wer sind denn eure Abnehmer? Wer kauft die Farben bei euch? Das sind Künstler, Restauratoren, Hobbymaler. Jeder, der eigentlich mit Farbe gestalten möchte, mit Farbe leben möchte, seine Wand damit streichen möchte. Ja. Ja. So viel von uns momentan aus der schönen Mühle hier aus. Ja, wo bin ich jetzt überhaupt? Jetzt bin ich total Eichstätten. Draußen. Eichstätten. Ne? Ich komme im Allgäu. Ich komme einfach momentan viel zu viel herum. Ja, damit zurück zu euch. Dankeschön. Danke, Danny. Ja, sie kommt viel herum und ist auch eine von denjenigen, die sich immer wieder in Gefahren begibt. Jetzt ist bei uns Zeit für die Danny Jones. Die befindet sich im Allgäu in einer Farbmühle. Und da hat sie uns versprochen, eine wunderschöne Farbe noch zuzubereiten. Seid schon fertig, Danny. Ich habe jetzt leider gar nichts verstanden, was ihr mich gefragt habt, weil da hinter mir ist gerade ziemlich laut. Ich habe vorhin versprochen, dass wir den Lapislazuli, das Pigment, ja, hier herstellen. Und genau das macht der David hier hinter mir gerade. David, du stampfst das da gerade. Was machst du da genau? Genau, ich schmeiße hier solche Rohsteine rein und zerkleinere die hier. Darf ich auch mal probieren? Kannst das auch mal. Einen kurzen ich schmeiße hier schau da mal, noch was rein. Ich auch zerkleinern kann. Und ich rieche, es riecht ziemlich nach Schwefel. Warum ja, das? Das kommt von dem Pyritanteile und die riechen dann nach Schwefel, wenn die zerkleinert werden. Stimmt es, dass ein richtig guter Alchemist schon am Schwefelgeruch erkennt, wie intensiv die Farbe wird? Ja, und nachher sehen wir dann auch noch, wie das Blau extrahiert wird. Der Schwefel zurückbleibt und dann das Blau daraus. Okay, aber jetzt mal weiter. Was passiert, nachdem es da zerkleinert worden ist und ordentlich die Luft verbessert? Also seien Sie froh, dass Sie das hier jetzt nicht riechen. Es riecht ganz, ganz intensiv nach Schwefel. Was passiert da jetzt? Jetzt kommt das in eine Mühle und wird noch weiter zerkleinert. Ja, und wie schaut es dann aus, wenn es unten rauskommt? Zeig mal her. Das kommt dann so raus. Dann geht es auch schon munter weiter in die nächste Zerkleinerungsmaschine. Und da wird es jetzt richtig fein gemacht, oder? Da wird das jetzt richtig fein gemacht. Und wie schaut das jetzt aus? Zeig mal her, wie das da unten ist. Und so kommt das dann raus. Und da sieht man schon, das ist schon sehr viel feiner auch. Und ja. Ja, und der nächste Schritt, der ist nämlich
geheim. Da wird das Ganze in so ein Bäckchen gebackt. Und was passiert dann, wenn das, da kommen noch ein paar Zutaten dazu, die wir jetzt hier nicht verraten, das ist absolutes Betriebsgeheimnis. Aber was passiert dann? Hier wird das geknetet und wie vorher schon gesagt, bleibt das Pyrit und die Quarzanteile, die der Lapis hat, in dem Säckchen zurück und nur das reine Lapis Lazuli Blau bleibt dann über und sieht dann so aus. Also zum Schluss, wenn es getrocknet ist, sieht es so aus. Und Sie müssen sich vorstellen, für ein Kilo dieses Pigmentes braucht man 33 Kilo von dem Lapis Lazuli. Also eine richtig aufwendige Sache und auch durchwegs gerechtfertigt, dass es sehr, sehr teuer ist. Wie viel kostet denn ein Kilo Lapis Lazuli Pigment? Ah, das dauert ungefähr 4 bis 6 Wochen, bis überhaupt ein Kilo, bis man das produziert hat und kostet dann 15.000 Euro. Boah, 15.000 Euro? Wer kauft solche Farben? Künstler, Restauratoren, Designer, Architekten, Hobbymaler, die einfach nach den Techniken der alten Meister malen möchten und die speziellen Rohstoffe auch einsetzen möchten. Ja, und jetzt die Gretchenfrage. Inwieweit unterscheidet sich denn so ein natürliches Pigment von synthetisch hergestellten Pigmenten? Da haben wir hier zwei Aquarellnäpfchen. Das eine ist Ultramarinblau synthetisch und das andere Lapis, Ultramarinblau natürlich. Und da darfst du jetzt mal ausprobieren, wie dir welches besser gefällt. Ja, Sie haben es gehört. Also das hier ist das synthetisch hergestellte, das hier das natürliche. Und ich werde jetzt das Mikro zur Seite geben und ausprobieren, ja, ob man einen Unterschied sieht. So, Picasso bin ich zwar keiner, aber hier, aha, ja, ich sollte wahrscheinlich eher zum Sprechen bleiben. Man sieht schon, bei den natürlichen braucht man auch ein bisschen mehr Wasser. Nicht so einfach, ja. Okay, das ist jetzt also... Okay, das ist jetzt das Natürliche und jetzt noch im Vergleich dazu das Synthetische. Okay, man sieht, es ist wesentlich blasser, das Synthetische, und bei weitem nicht so intensiv. Naja, ich sehe schon, Picasso, wie gesagt, bin ich keiner. Wirklich den Unterschied sieht man nicht. Ich glaube es dir aber, dass eben das Malen mit den natürlich hergestellten Farben wesentlich mehr Spaß macht und wesentlich mehr Tiefe und Qualität bringt. Ja, das war's von uns aus Eichstätt und jetzt zurück zu euch ins Studio. Danke, Danny.